Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem heutigen Pressbriefing zum Corona-Herbst 2023. Mein Name ist Annegret Burkhardt und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am Science Media Center. Bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen fällt es schon ein bisschen schwer, an Herbst zu denken, aber nichtsdestotrotz, der kommt ja. Und auch jetzt schon ist es so, dass Corona ja immer wieder häufiger in den Medien auftaucht. Es gibt langsam mehr Infizierte, es wird über neue Varianten berichtet, so wie die BA286, die aufgetaucht ist, die sogenannte Pirola-Variante. Und auch die neuen an die XBB-Varianten angepassten Impfstoffe sind jetzt zugelassen. Und nun bleibt eigentlich auch noch die Frage, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Was haben Forschende und Ärzte in den Sommermonaten, in den vergangenen Monaten dazugelernt und wie können wir uns als Einzelne, aber auch als Gesellschaft auf die neue Herbst-Wintersaison mit SARS-CoV-2, aber auch den anderen Erkältungsviren vorbereiten? Darüber wollen wir heute sprechen und ich begrüße hier die drei anwesenden ExpertInnen. Zu einen Frau Sandra Ciesek, Herr Leif Erik Sander und Herr Stefan Kluge. Und bevor ich loslege, möchte ich noch sagen, Sie können wie immer Ihre Fragen stellen unten in dem Frage- und Antwort-Tool. Und wenn ein Kollege oder eine Kollegin auch eine interessante Frage stellt, können Sie über diesen Daumen hoch auch diese Frage pushen. Dann wissen wir, dass das Interesse für diese Frage besonders hoch ist und ziehen Sie auch hoch. Gut, dann lege ich mal los. Herr Kluge, Sie sind Intensivmediziner in Hamburg und haben ja auch während der Pandemie zahlreiche Covid-19-PatientInnen betreut und behandelt. Wie sieht das denn aktuell bei Ihnen im Krankenhaus? Wie ist die Lage? Im Moment haben wir eine stabile Situation in Hamburg und in Deutschland. Es sind vereinzelte Patienten im Krankenhaus. Viele sind aber einfach mit Corona, mit den neuen Varianten im Krankenhaus, weil sie wegen anderer medizinischer Probleme aufgenommen werden. Die wenigsten sind wegen Corona im Krankenhaus. Aber es gibt immer wieder immungeschwächte Patienten oder Patienten mit anderen schweren, gerade internistischen Vorerkrankungen oder hohem Alter, die dann doch nochmal, gerade wenn sie vielleicht auch nicht ganz komplett geimpft sind, eine schwere Lungenentzündung durch Corona bekommen können, auch jetzt. Das sind wenige Patienten. Momentan behandeln wir in Deutschland auf den Intensivstationen 182 Patienten mit Corona, davon die Hälfte, aber wahrscheinlich nur wegen einer Corona-Lungenentzündung. Und das sind so 1% aller Patienten auf den Intensivstationen. Also im Moment eine sehr stabile Situation, auch wenn wir so ein bisschen mehr Infektionsaktivität die letzten Wochen sehen, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei positiv getesteten Patienten. Ja, vielen Dank. Frau Ciesek, Sie betreuen die medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt. Sie kennen sich auch besonders gut aus mit den Virusvarianten und mit der Surveillance und seit Monaten kursieren ja verschiedene Omikron-Varianten. Nun diese Pirola-Variante und Eris, die beide gelten auch als besorgniserregende Varianten und werden von der WHO beobachtet. Sind Sie auch besorgt, was diese Varianten angeht? Eigentlich nicht so richtig, muss ich sagen. Also ich muss sagen, dass natürlich zu erwarten ist, dass das Virus sich weiterentwickelt und das nutzt, wenn es sich weiter anpassen kann an den Menschen. Und das ist bei der Pirola-Variante wahrscheinlich auch passiert. Das ist ja eigentlich von BA2 ausgehend eine Variante, die wir gar nicht mehr sehen. Und man geht ein bisschen davon aus, dass wahrscheinlich in einem immunsupprimierten Patienten diese Variante über Monate zirkuliert hat und sich dort angepasst hat mit weiteren Mutationen. Und so richtig viel wissen wir einfach auch noch nicht über diese Variante. Da muss man, denke ich, noch ein paar Wochen abwarten, bis wirklich beurteilt werden kann, was diese Variante so anders macht. Ich selber habe immer gesagt, solange es Omikron bleibt, bin ich relativ entspannt, weil wir alle jetzt schon Omikron hatten, manche mehrmals geimpft sind und ja, dadurch auch ein gewisser Schutz einfach vor einem schweren Verlauf weiter besteht. Ja, Herr Sander, kann ich direkt zu Ihnen kommen? Sie arbeiten an der Charité in Berlin und konzentrieren sich in Ihrer Forschung vor allem auf die Immunantwort bei schweren respiratorischen Infektionskrankheiten und mit der Wirkung halt von Impfstoffen. Die Impfstoffe sind jetzt angepasst. Weiß man schon, wie gut die auf die neuen Varianten passen? Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube im Mai rum die Empfehlung kam, ein bisschen eher sogar, die Empfehlung kam, dass man die Impfstoffe wieder anpasst, und zwar an die XBB-Sublinie der Omikron-Variante. Und das hatte sich gegen
Ende letzten Jahres auch schon angedeutet, dass diese Sublinien quasi dominant werden. Das sind auch die, die weiterhin hier zirkulieren. Kann bestimmt Sandra Ziesig auch noch genaueres zu sagen. Und an die XBB 1.5 Variante wurden dann die Impfstoffe einiger Hersteller angepasst. Und im letzten Jahr haben wir das, wurde es so gemacht, dass man einen bivalenten Impfstoff gemacht hat, in dem sozusagen noch ein Teil des ursprünglichen Impfstoffs enthalten war und Teil des variantenadaptierten Impfstoffs. Und diesmal ist es so, dass ausschließlich der variantenadaptierte Impfstoff vorhanden ist. Es gibt dazu noch wenig veröffentlichte Daten, aber es gibt Daten, die eingereicht wurden an die regulatorischen Behörden, und auch diese neuen Impfstoffe wurden mittlerweile zugelassen und werden gegen Ende des Monats verfügbar werden. Wie gut sie schützen, wird man, und das muss man ehrlich sagen, im Nachhinein sehen. Bei den bivalenten Impfstoffen im letzten Jahr haben Daten eben dann aus Beobachtungsstudien und Registern und so weiter gezeigt, dass die Schutzwirkung im Vergleich zu einem nicht angepassten Impfstoff doch nochmal zusätzlich, also es nochmal einen zusätzlichen Schutz gab, auch vor schwerer Erkrankung. Dafür muss man aber sehr viele, also sehr große Studien machen, um das beurteilen zu können. Aktuell liegen nur im Preprint-Format Immunitätsdaten vor, und die zeigen eben das, was man erwarten konnte, dass sich die Antikörperantwort durch sozusagen einen Booster mit der XBB 1.5 angepassten Impfung nochmal verbreitert und dann natürlich auch Antikörper gebildet werden, die diese Variante wieder besser neutralisieren können. Das war so erwartet worden. Und was ganz gut zu sehen ist, dass zum Beispiel auch diese Variante, die als Eris bezeichnet wird, also ist aber auch eine XBB Sublinie, die wird auch gut kreuzneutralisiert. Zurzeit schaut es also so aus, ob wir Impfstoffe haben, die die derzeit zirkulierenden Varianten gut neutralisieren können. Und das sind die Daten, die eben zurzeit zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob Sandra Ziesek noch auf neuere Varianten, da fiel gerade der Begriff, glaube ich, Pirola, das ist also diese BA2-Variante. Da gibt es auch allerdings noch im Preprint-Format Daten zu Leuten, die eine XBB Infektion durchgemacht haben. Das kann man vielleicht so ein bisschen dann vergleichen mit der Situation, wenn man mit einem angepassten Booster geimpft wird. Und auch da sieht man dann eine Verbreiterung und noch gar nicht so eine schlechte Neutralisation, auch von dieser neuen Variante, die sehr stark immunflüchtig ist. Ja, Frau Ziesek, wollen Sie da was hinzufügen? Ja, vielleicht nochmal zu den Varianten. Wie unterschiedlich ist diese Pirola-Variante? Das hat, wenn man es vergleicht mit XBB 1.5, hat es über, ich glaube, 35 Mutationen. Und zu BA2 sind es, glaube ich, 32 oder 33 Mutationen, die das einen Unterschied hat zu den anderen Varianten. Also es ist schon deutlich angepasst. Wie gesagt, es fehlen uns noch Daten aus zum Beispiel dem Tiermodell, und die ist auch noch gar nicht so verbreitet, diese Variante. In Deutschland habe ich geschaut, ist sie noch gar nicht gefunden. Das liegt sicherlich nicht daran, dass es die hier nicht gibt, sondern eher daran, dass wir gar nicht mehr gucken. Also da muss man sagen, sind wir in Deutschland doch sehr zurückhaltend geworden mit Sequenzieren und schauen eher auf die anderen Länder, aber sie wurde schon in verschiedenen anderen Ländern gefunden, auch auf verschiedenen Kontinenten, und jeden Tag nehmen eigentlich die Zahlen zu, und es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir sie auch in Deutschland entdecken, und wahrscheinlich ist sie auch schon hier. Aber uns fehlen noch, also wir haben bisher nur Zellkulturdaten, was der Professor Sander auch gerade sagte, aber keine Daten jetzt aus dem Tier oder wirklich aus ja den Real-World-Daten, ob diese Variante jetzt wirklich in der Schwere zum Beispiel anders verlaufen würde. Dazu ist es noch zu früh. Und bei der Iris-Variante, da gibt es schon erste Daten aus Japan, aus dem Tiermodell, aus dem Hamster. Und die haben zum Glück gezeigt, dass sie keinen Unterschied in der Pathogenität sehen zu der XBB 1.5-Variante, sodass das eher auch positiv ist, sage ich mal, dass man da keinen Unterschied sah in der Pathogenität. Was ein bisschen auffiel in dieser Preprint-Studie ist, dass vermehrt wohl die Lunge wieder betroffen war als andere Organe, also dass der Tropismus des Virus vielleicht wieder ein bisschen zugunsten der Lunge geht, aber ohne vermehrte Pathogenität. Und da stehen wir so ein bisschen im Moment mit den Varianten. Genau, da gab es direkt eine Nachfrage, ob diese Pirola-Variante aber trotzdem eindeutig der Omikron-Linie zuzuordnen wäre.
Ja, also das ist BA2. BA2 ist ja auch Omikron, ne? Also BA1 war die erste, dann kam BA2 und eigentlich wurde die durch BA5 verdrängt. Aber wie gesagt, man geht davon aus, dass in ja, bestimmten Personen, die über Monate infiziert sind und das Virus einfach nicht klären können durch eine Immunschwäche, dann so eine Varianten entstehen können, die dazu führen, dass sich das Virus multiples in der Oberfläche nochmal anpasst und verändert. Ja, jetzt kommen wir zu erwarten natürlich auch Fragen zu, wer sollte sich wann, in welchem Zeitraum am besten impfen oder boostern lassen. Ich nehme an, das geht an Herrn Sander. Gilt das nur für Risikopatienten, Ältere oder Mitarbeiter oder doch besser alle Erwachsenen? Ja, dazu ist auch gerade eine Stellungnahme der STIKO in der Abstimmung. Aber wir haben eine gültige STIKO-Empfehlung, weil ja die Covid-Impfempfehlung auch in die allgemeinen Impfempfehlungen aufgenommen wurden. Und an denen kann man sich sehr, sehr gut orientieren. Es gibt natürlich auch internationale Empfehlungen, so dass Auffrischungsimpfungen, also weitere Impfungen bei bereits vollständig geimpften Personen empfohlen werden, eben nur für bestimmte Gruppen. Das sind über 60-Jährige. Wir wissen, dass das chronologische Alter der stärkste Risikofaktor für schwere Erkrankungen ist. Wir wissen auch, ältere Personen, das wissen wir auch aus eigenen Messungen, da lassen Immunantworten im Alter eher etwas schneller wieder nach. Von daher, also bei älteren Menschen ist das gemäß STIKO-Empfehlungen, auch gemäß dem, was so in der Literatur ist, glaube ich, eine relativ eindeutige Empfehlung. Zusätzlich wird empfohlen, Personen, die andere Risikofaktoren für schwere Krankheitsverläufe haben, da gibt es längere Listen, aber insbesondere würde ich dort an Menschen denken, die mit immunschwächenden Medikamenten behandelt werden oder aus anderen Gründen eine Immunschwäche haben. Da kann man davon ausgehen, dass vielleicht Impfantworten auch mit der Zeit nachlassen oder insgesamt auch zu Beginn schon gar nicht so stark ausgeprägt waren. Das betrifft auch Kinder mit Risikofaktoren, gibt natürlich auch andere. Schwere vorbestehende Organerkrankungen, also schwerste Lungenerkrankungen, die vielleicht schon vorbestehen, Patienten, die ohnehin schon Sauerstoff benötigen, die möchten natürlich auch möglichst sehr, sehr guten Schutz haben. Also da gibt es längere Listen, das sind auch Menschen, die sich impfen lassen sollten und eben auch Mitarbeitende von Einrichtungen des Gesundheitswesens, wo dann wiederum mit Risikopersonen viel Kontakt besteht. Und also zum einen Expositionsrisiko sowohl für die Mitarbeiter als auch ein Expositionsrisiko für die Patientinnen und Patienten, die man dort betreut. Das kann man gut nachlesen in den STIKO-Empfehlungen. Für die besteht eine Empfehlung, sich wieder boostern zu lassen. Und die Empfehlung ist eben, das jetzt im Herbst zu tun, weil wir wissen, dass in der kalten Jahreszeit, wir haben eine gewisse Saisonalität, wir kriegen mehr Infektionen in der kalten Jahreszeit. Das war auch im letzten Jahr so. Von daher ist das die Empfehlung. Allerdings mit der Einschränkung, das sagt die STIKO, dass das vor allen Dingen für Menschen relevant ist, bei denen der letzte Kontakt zu diesem Virus, zu dem Antigen, 12 Monate oder länger zurückliegt. Also wenn man kürzlich eine Infektion hatte, und auch das sehen wir natürlich in eigenen Studien, das führt dazu, dass die Immunantwort sehr stark aufgefrischt wird. Also wenn Sie kürzlich eine Infektion hatten, beispielsweise jetzt im Sommer, es gab ja so eine leichte Sommerwelle, dann ist sicherlich jetzt direkt danach nochmal der Booster vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, zumal Sie dann ohnehin Kontakt mit der XBB-Variante hatten. Wenn aber der letzte Kontakt vielleicht aus dem letzten Herbst war, die Boosterimpfung, und man zu diesen Risikogruppen gehört, dann ist es sicher sehr, sehr gut, das jetzt zu machen. Und vielleicht darf ich das noch anschließen. Es geht eben nicht nur um Covid dieses Jahr, und das kann bestimmt auch Stefan Kluge kommentieren. Wir haben letztes Jahr auf den Intensivstationen und insbesondere in den Notaufnahmen halt sehr viel andere respiratorische Infektionen und dann auch die Superinfektionen. Also Leute, die einen, sag ich mal, relativ einfachen Virusinfekt haben und die dann danach eine schwere bakterielle Superinfektion zum Beispiel bekommen, gesehen. Also es gibt auch andere respiratorische Viren und gegen die Grippe kann man sich eben auch impfen, und das betrifft im Wesentlichen dieselben Leute, insbesondere auch die Mitarbeitenden. Und um die Frage gleich mit abzuräumen, man kann die Impfung gleichzeitig geben, und das sollte man dann vielleicht auch machen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir hier empfehlen, das vielleicht in einem Abwasch zu erledigen. Ja, vielen Dank. Sie haben gerade schon gesagt, es gab jetzt schon eine kleine Sommerwelle. Eine Frage ist auch, ob mit dem Ferienende und der Reisezeit wieder mit einem Anstieg der Corona-Fälle zu rechnen ist. Frau Ziesek, Sie nicken schon?
Ja, also das kann ich natürlich aus dem Labor, sehe ich das immer als Erste sozusagen an der positiven Testrate oder überhaupt an der Anzahl der Tests. Aber ich sehe es im Moment vor allen Dingen in meinem Umfeld, bei Freunden, bei Bekannten, bei Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Urlaub kommen, dass doch vermehrt es zu Infektionen kommt. Und damit wird mittlerweile ganz unterschiedlich umgegangen. Manche machen dann einen Schnelltest und sagen, okay, ich habe Corona, ich bleibe jetzt eine Woche zu Hause und fühlen sich dann auch nicht gut. Und andere wollen es gar nicht mehr wissen. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert und sagen, ich bin zwar erkältet, aber ich will es gar nicht mehr wissen, was ich habe für ein Virus. Und im Moment zirkuliert neben Corona, dem SARS-CoV-2-Virus, auch Rhinoviren vermehrt. Und wie gesagt, klinisch kann man das kaum unterscheiden, aber ich merke vor allen Dingen im Umfeld, dass im Moment doch viel mehr Infektionen sind. Genau, das würde ich direkt gerne mal nutzen zur Überleitung zur Datenlage und zur Überwachung. Also wir haben eine Frage hier, wird denn in den Kliniken überhaupt noch standardgemäß getestet, Herr Kluge? Vielleicht könnten Sie die erstmal beantworten. Nein, standardmäßig nicht. Wir haben ja während der Hochzeit der Pandemie wirklich alle Mitarbeiter mehrfach wöchentlich getestet. Wir haben jeden Patienten bei Neuaufnahme und im Verlauf getestet. Und das war natürlich ein riesiger Aufwand auch und auch riesige Kosten, die da produziert wurden, muss man ganz klar sagen. Aber da hatten wir ein hohes Infektionsgeschehen mit Varianten, die deutlich gefährlicher waren als jetzt. Jetzt ist es so, dass in den Kliniken nur noch bei Atemwegssymptomen getestet wird. Das gilt dann für Mitarbeiter als auch für Patienten. Also wenn jemand Symptome hat, die typisch sind für eine Corona oder Lifestand hat es gesagt, auch für eine andere Infektion, die sehr ansteckend sein kann und gefährlich sein kann für Mitpatienten oder Mitarbeiter, dann wird getestet, routinemäßig, asymptomatische, beschwerdefreie Mitarbeiter oder Patienten werden heute nicht mehr getestet in deutschen Krankenhäusern. Und zur Überwachung, Frau Ziesek, wie bewerten Sie denn die Qualität der Versuche, zum Beispiel des Abwassermonitorings, oder wie überhaupt überwachen wir momentan die Lage? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, dass es in Deutschland im Moment im Vergleich zu anderen Ländern, also ich glaube, heute Nacht wurde auch gemeldet, dass Israel jetzt wieder alle Neuaufnahmen im Krankenhaus screent. Und das vielleicht gar nicht, weil das jetzt die befürchten, dass es zu einer Gefahr kommt, sondern einfach um bessere Daten zu erheben. Das passiert in Deutschland in der Systematik im Moment nicht. Wir haben, wie gesagt, die Daten von den Sentinel-Praxen. Wir haben Daten von Symptomatischen, die ins Krankenhaus gehen. Wir haben Abwasserdaten, die aber immer noch nicht repräsentativ sind in Deutschland und die auch so technische Schwierigkeiten haben. Also man muss beim Abwasser, gerade wenn man quantifiziert, immer noch ganz viele Faktoren mit berechnen, wie zum Beispiel Regen, die Menge an Regen in den letzten Tagen, Wochen. Und das ist meines Erachtens noch nicht wirklich so, dass es repräsentativ für Deutschland ist. Da sind wir dran am Arbeiten. Und wir haben das Problem, dass wir die Sequenzierung ja nicht mehr vergütet bekommen und die deshalb nur noch sehr eingeschränkt machen. Deswegen haben wir auch noch keinen Pirola gefunden in Deutschland. Also das ist zumindest meine Vermutung. Und ich denke, das hat dann auch den Nachteil, dass wir zum Beispiel noch kein Isolat davon haben und dann diese Experimente machen können in Zellkultur, um abzuschätzen, wie gefährlich das Virus ist oder ob es irgendwie anders ist als die anderen Omikron-Varianten. Also da verlassen wir uns so ein bisschen im Moment auf die Daten auch aus anderen Ländern. Ja, gutes Schlagwort, andere Länder. Gibt es denn ein Land, in dem die Corona-Situation Ihnen Sorge bereitet derzeit? Oder die Frage geht gerne auch an alle drei. Also bezüglich der Intensivstation ist mir jetzt kein Land bewusst, was gerade im Moment Probleme hat. Es kamen so ein bisschen Berichte aus den USA, dass dort mehr Corona-Patienten aufgenommen wurden. Aber man sieht jetzt einfach, es gibt Bundesstaaten in den USA, da ist die Corona-Inzidenz oder die Belastung auf den Intensivstationen genauso gering wie hier. Es gibt einzelne Arizona, Maryland, wo ein bisschen mehr Patienten auf den Intensivstationen liegen. Das hängt aber natürlich immer davon ab, was ist gerade dort passiert. Kontakte, Infektionsgeschehen, Urlaube, Ferienende und so weiter und korreliert damit. Aber sonst eine übermäßige Belastung ist mir jetzt nicht bekannt in anderen Ländern. Gut, wenn Frau Ziesek oder Herr Sander nichts hinzufügen wollen, oder wollen Sie? Nee, ich sehe das eigentlich genauso. Natürlich sind andere Länder haben andere Gesundheitssysteme und werden sicherlich eher
wieder Probleme bekommen, wenn sehr viele Menschen krank werden an sich, ja, weil sie eine andere Versorgungsstruktur haben. Aber es gibt jetzt nichts, was vergleichbar ist mit 2020, 2021, mit dieser Situation meines Erachtens. Ja, dann komme ich nochmal zurück zu Ihnen, Herrn Kluge. Was befürchten Sie eigentlich mehr, die neuen, also neue Varianten? Das befürchten Sie ja wahrscheinlich nicht, aber die Engpässe oder sowohl, also die Engpässe im Krankenhaus, auch mit Blick aufs Personal oder auf Arzneimittel. Wie gucken Sie auf den Herbst, was diese Themen angeht? Ja. Also wenn Sie mich persönlich fragen, fürchte ich neue Varianten jetzt eigentlich nicht, beziehungsweise sehr wenig, wobei wir, glaube ich, alle drei sagen würden, als Wissenschaftler kann man nichts ausschließen, aber ich glaube, das ist einfach nicht sehr wahrscheinlich. Was unser größtes Problem ist auf den deutschen Intensivstationen, ist der Fachkräftemangel, ist der Personalmangel, gerade im Pflegebereich. Wir wissen von vielen Berichten und auch Daten aus dem DIVI-Register, dass ca. 25% der deutschen Intensivbetten nicht betrieben werden können aufgrund von Personalmangel. 25%, und das ist eine riesige Zahl. Und wir haben ja eh eine demografische Entwicklung, die uns immer ältere Intensivpatienten auf die Intensivstation bringt, multimorbide Patienten. Wir haben auch eine hohe Anspruchshaltung in der Bevölkerung. Ich habe in den letzten Wochen mehrere über 90-jährige Patientinnen und Patienten behandelt auf der Intensivstation, wo auch eine Intensivtherapie gewünscht ist. Das unterscheidet uns auch so ein bisschen von anderen europäischen Ländern. Das ist eine schwierige Diskussion, die wir sicherlich in den nächsten Jahren führen müssen. Auf jeden Fall sind die Intensivstationen sehr gut ausgelastet, auch weil viele Patienten nach großen Operationen ja standardmäßig auf der Intensivstation nachbeobachtet werden und wir viele andere akute Erkrankungen haben, Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungenentzündung durch andere Erreger. Und wenn im Herbst, Winter jetzt natürlich da Covid-Patienten oder auch Influenza-Patienten, Grippe-Patienten oder andere Patienten mit schweren Virusinfektionen dazukommen, dann bekommen wir natürlich Probleme, gerade wenn, Sandra Ciesek hat es gesagt, wenn das Personal auch noch dann gleichzeitig erkrankt. Und das ist das, wo ich die größte Sorge habe. Wir sind jetzt schon, wie gesagt, sehr, sehr gut ausgelastet in der deutschen Intensivmedizin. 25% der Betten sind gesperrt und wir haben ein Problem schon vor Corona, aber das hat sich jetzt nochmal verschlechtert, mit dem Personalmangel. Es gibt auch einzelne Regionen, wo wir einen deutlichen Ärztemangel haben, aber bundesweit haben wir auf jeden Fall einen Pflegepersonalmangel. Genau, weil diese Frage auch nochmal kam, wie optimistisch oder pessimistisch blicken Sie generell auf die kommenden Monate? Wie schlimm wird diese Herbst-Wintersaison? Das würde ich gerne auch nochmal an Frau Ciesek und Herr Sander weitergeben, diese Frage. Ach, ich glaube, das wird so ähnlich wie letztes Jahr und es ist einfach ein Nervfaktor für alle, ja, wenn die Erkältungssaison kommt, wenn die Infektionen ansteigen. Ich gehe davon aus, dass sehr viele von uns nochmal in der kommenden Saison eine Corona-Infektion durchmachen werden. Und es ist ja schon so, dass die meisten dann doch eine Woche zu Hause sind und ausfallen, weil sie krank sind, ja, weil sie einfach wirklich Fieber haben, weil sie Husten haben und Schnupfen haben. Und das nervt ja. Also wenn die Kollegen fehlen, nervt es, weil es enger wird in der Klinik. Wenn man krank ist und zu Hause bleiben muss, nervt es. Aber ich sehe, solange, was ich vorhin gesagt habe, Omikron zirkuliert, jetzt keine Gefahr, dass sich die Situation groß verändert oder dass es auch nochmal nötig wird, dass zum Beispiel der Staat irgendwelche Maßnahmen verhängt, das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Genau, es gibt auch noch eine, oder Herr Sander, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht übergehen, wollten Sie noch was sagen? Also wie blicken Sie auf den Herbst? Ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an, allerdings sehe ich die Situation im Gesundheitswesen, das sehe ich sozusagen auch bei uns in der Klinik oder in der Charité und in der Stadt schon wieder etwas kritischer, weil wir gar nicht mehr, und das hat Stefan Kluge auch angedeutet, uns fehlt insgesamt Personal, wir haben insgesamt ein strukturelles Problem im Gesundheitswesen. Und diese saisonalen Anstiege von Infektionskrankheiten, zunehmende Multimorbidität auch der Patienten und so weiter, die bringt uns sehr schnell an Belastungsgrenzen. Und das wird, glaube ich, auch diesen Herbst wieder passieren. Und andere Viren und andere Infektionen waren letztes Jahr schon sehr gehäuft. Und das wird, glaube ich, diesen Winter auch wieder auftreten. Und insbesondere in der Pädiatrie, in der Kindermedizin, die hier gar nicht vertreten ist in der Runde, wird das wieder relativ schnell zu Engpässen führen und auch in den Notaufnahmen. Und das ist sozusagen über den Faktor, es nervt, dass Kollegen nicht da sind, geht es deutlich hinaus, weil es dann tatsächlich Versorgungsprobleme geben kann, gerade in Regionen, wo dann vielleicht die Dichte nicht so hoch ist an freien Krankenhausbetten. Von daher sehe ich das Ganze schon kritisch und das geht so ein bisschen in die, sage ich mal, eher in die gesamt gesundheitspolitische Richtung, dass wir an dem System, glaube ich, noch einiges
verändern müssen, um unsere Ressourcen besser nutzen zu können. Aber diesen Herbst und Winter sehe ich ungefähr so wie den letzten und das kann auch wieder zu Belastungen führen. Das kann auch wieder dazu führen, dass Leute in die Rettungsstellen gehen und stundenlang warten müssen und nicht behandelt werden können und vielleicht in weit entfernte Krankenhäuser verlegt werden müssen, weil nichts frei ist, was eine Kombination aus vielen Infektionen und Personalmangel ist. Sie haben gerade schon von der Saisonalität gesprochen. Kann man bei SARS-CoV-2 schon von einer Saisonalität sprechen? Weiß man, wann die Welle wahrscheinlich oder die Infektionswelle besonders stark wird? Und auf diese Frage zielt mich auch noch eine weitere Frage, die hier reinkam. Nochmal zu dem optimalen Zeitpunkt des Impfens, weil wohl die Corona-Impfkampagne in Großbritannien wohl eher auf den späteren Herbst gelegt wurde. Können Sie da, also haben Sie da schon eine gewisse Erwartung, was den Peak oder die Saisonalität angeht? Ich fange mal ganz kurz an mit der Impfung und dann macht vielleicht Sandra weiter, Cisek weiter zu der Saisonalität. Also ich glaube, ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir in Deutschland nicht das Problem des optimalen Zeitpunkts haben, sondern das Problem haben werden, überhaupt ausreichend Menschen mit diesem Angebot zur Impfung zu erreichen. Wir haben traditionell extrem schlechte Impfquoten, was die Influenza angeht. Bei Covid waren wir nicht schlecht, aber jetzt die Boosterimpfung, glaube ich, werden auch nicht so viele Menschen möglicherweise in Anspruch nehmen. Von daher frühzeitig das Angebot zu machen, das auch zu kommunizieren, auch das Angebot zu machen, dass das gemeinsam mit der Influenza-Impfung gemacht werden kann, das niedrigschwellig zu machen. Auch die Praxen haben ja viele logistische Probleme, auch dort fehlt Personal. Dann gibt es die Corona-Impfstoffe teilweise nur in Fläschchen mit mehreren Dosen. Das heißt, es ist ein logistisches, organisatorisches Problem. Also wir sind, glaube ich, einfach noch nicht da, dass wir sagen können, für uns ist es aber optimal, jetzt sage ich mal, noch 2 Wochen später zu impfen, sondern wir können froh sein, wenn sich ausreichend Menschen impfen lassen können. Ich glaube, die Impfstoffe werden da sein und dass die Wellen zwar in der kalten Jahreszeit häufiger sind, aber wir noch nicht so eine ganz strenge Saisonalität haben wie bei der Grippe, wo man sagt, okay, die kommt dann und es ist dann so ein Peak innerhalb von 6 Wochen oder so. Das haben wir noch nicht erreicht und selbst bei den anderen respiratorischen Viren hatten wir in den letzten Saisons so ein bisschen eine Verschiebung. Dann kam RSV deutlich eher, die Grippe deutlich eher. Wenn wir auf die Südhalbkugel blicken, dann kam zumindest dort die Grippesaison wieder zu einer normalen Zeit und zwar auch von der Ausprägung her normal. Also vielleicht kommen wir dahin zurück. Ich glaube aber so ganz streng saisonal und ganz stark synchronisiert sind wir da noch nicht. Ja, ich kann ja mal ergänzen, aus virologischer Sicht ist das so, das Virus verändert sich einfach noch viel häufiger und viel schneller und viel mehr als die endemischen Coronaviren, ne? Wir reden ja dauernd hier über neue Varianten und ich sage mal, das ist so ein bisschen diese ruckelige Übergangszeit, wo das Virus sich noch verändert und auch Eris ist ja etwas mehr stärker übertragbar, hat eine stärkere Immunflucht als die davor und dadurch wird die abgelöst, die Variante, und es entsteht wieder eine Welle oder eine Krankheitswelle, eine kleine. Und eine echte Saisonalität haben wir noch nicht, wie Herr Sander auch gesagt hat. Man sieht aber trotzdem so ein Muster, dass ja, was jetzt auch auffällt nach den Sommerferien, wenn der Herbst beginnt, die Zahlen steigen. Trotzdem sind wir immer noch ein bisschen auch geprägt von der Evolution und von weiteren Varianten bei SARS-CoV-2. Und erst wenn das zur Ruhe kommt, erwarte ich, dass man wirklich eine echte Saisonalität sehen wird. Ja. Entschuldigung. Vielleicht noch eine Frage zum Impfstoffthema, Herr Sander. Wenn jetzt jemand noch gar nicht gegen Covid geimpft ist, sollte sich diese Person direkt mit dem jetzt angepassten Impfstoff impfen lassen oder eventuell noch einen alten nehmen? Sind diese überhaupt dann noch verfügbar? Was würden Sie da empfehlen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch sehr aktuell ist, weil hier auch die Zulassung beziehungsweise auch die Empfehlungen angepasst werden. Wir haben früher gesagt, jeder braucht 3 Impfungen. Jetzt ist es aber so, dass sie kaum noch einen Menschen finden, der keinen Kontakt hatte mit dem Virus, also keine Infektionshistorie hat. Und von daher geht man davon aus, dass auch eine einmalige Impfung ausreichen kann, um den Impfschutz zu komplettieren, insbesondere wenn halt Infektionen vorliegen. Und man kann dafür auch die jetzt neuen angepassten Impfstoffe verwenden, weil wir im Grunde nur noch Omikron zirkuliert.
Und es ist auch praktisch schwierig für Leute überhaupt noch an den ursprünglichen Impfstoff ranzukommen. Insofern, diese angepassten Impfstoffe stehen dafür zur Verfügung. Und ich glaube, wenn es eine Person gibt, die noch nicht geimpft ist und noch vollkommen naiv ist, dann würde ich, und das nachweislich ist, es gibt natürlich Personen, die sich sehr, sehr gut geschützt haben und einfach auch ohne Infektion durchgekommen sind, dann würde ich weiterhin wie gehabt 3 Impfungen empfehlen. Aber wenn es schon Infektionsereignisse gab und man das nicht so genau hinbekommt, dann würde ich eine zusätzliche Boosterung empfehlen und dann noch den angepassten Impfstoff. Noch passend dazu, einige Mediziner warnen vor wiederholten Impfungen. Was sagt die aktuelle Datenlage dazu? Also wie häufig kann man boostern und was heißt, also wie oft sollte man auch bei Immungeschwächten gerade, kann man boostern, sollte man boostern oder gibt es da auch die Gefahr für dieses Immunimprinting? Ja, dazu möchte ich ganz gern was sagen. Also es gibt immer wieder Studien und ich nenne das jetzt mal Behauptungen, dass wiederholte Impfungen zu einer Toleranz, also zu einem Gewöhnungseffekt führen oder gar nachteilig wären. Dafür gibt es aber keine Daten. Also es gibt keine Evidenz dafür, dass sich Leute, die sich jetzt mehrfach geimpft haben, am Ende sogar schlechter geschützt wären als jene, die sich weniger häufig geimpft haben. Das Gegenteil ist eben der Fall. Nach jeder Booster-Kampagne haben wir im Nachhinein, insbesondere aus Israel und aus Amerika, Daten bekommen, Echtweltdaten bekommen, die sehr, sehr gut auch statistisch adjustiert waren und so weiter, die klar gezeigt haben, es hat einen statistisch signifikanten Vorteil, weil diejenigen, die sich haben boostern lassen, statistisch gesehen seltener häufig verstorben sind und oder seltener häufig ins Krankenhaus gekommen sind. Das haben wir nach der dritten Impfung gesehen, nach der vierten Impfung gesehen, bei den angepassten Impfstoffen gesehen. Also aus dem einfach epidemiologischen, klinischen Daten gibt es keinen Hinweis, dass das nachteilig wäre, um sich vor Corona-Infektionen und deren Folgen zu schützen. Für die einzelne Person, die immungesund ist und vielleicht gar kein erhöhtes Risiko hat, muss man sich tatsächlich fragen, ob sich eine weitere Impfung individuell lohnt. Das ist auch eine individuelle Abwägung. Die STIKO macht dazu Empfehlungen, andere machen dazu Empfehlungen, die klar sagen, wenn sie mehrfach Kontakt hatten, vielleicht auch schon Infektionen hatten, diese hybride Immunität haben, ist das wahrscheinlich in Ordnung. Dann werden auch immunologische Studien zitiert. Da geht es um Imprinting, da geht es teilweise um IgG-Subklassen. Da könnten wir jetzt in die Feinheiten der Immunologie einsteigen. Allerdings sind das vollkommen normale Prozesse und die zum Glück bisher noch nicht gezeigt haben, dass sich damit dadurch unser Immunsystem irgendwie lähmt oder irgendwie abstumpft und nicht mehr anpassungsfähig wird. Von daher sind die Boosterimpfungen, wenn sie empfohlen sind, wenn ein Risiko besteht, dann haben die immer einen Nutzen nachgewiesen. Und bei immunsupprimierten Personen wissen wir ohnehin, dass die häufig sehr, sehr viel mehr Impfdosen brauchen, um überhaupt eine Immunantwort zu generieren, weil wir ja quasi mit Medikamenten oder durch die Erkrankung sehr stark auf einer Bremse stehen und die brauchen eben viel stärkere Stimulation. Das kennen wir von transplantierten Patienten, dass die häufig 3, 4, 5, 6 Mal geimpft werden müssen, um zum Beispiel auch gegen Hepatitis oder Ähnliches einen Impftiter aufzubauen. Und das gilt dann auch für die Covid-Impfstoffe. Das machen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte auch. Also da kann ich beruhigen. Was man aber sicher auch nicht machen sollte, ist als vollkommen gesunde Person das zu übertreiben und sich ständig mit neuen Impfdosen impfen zu lassen, weil ich glaube, dass einfach der Nutzen gar nicht da ist, weil wir haben viele Arme des Immunsystems, die sehr, sehr stark aktiviert werden gegen dieses Virus durch jede Impfung, durch jede Infektion und die hat eben einen sehr, sehr robusten Immunschutz in der gesamten Bevölkerung aufgebaut und auch individuell, glaube ich, besteht ein sehr, sehr guter Schutz schon. Ja, vielen Dank. Ich sehe, das kommen auch einige Fragen zu dem Thema Post-Covid. Ist die Frage, ich glaube, Herr Sander, Sie waren an einigen Long-Covid-, Post-Covid-Studien beteiligt. Wir könnten dieses Thema Post-Covid für Sie nochmal auslagern, nochmal eine extra Veranstaltung dazu machen, weil da so viele Fragen kommen. Aber vielleicht können wir ein paar auch jetzt schon beantworten. Herr Sander, ich weiß nicht, geben Sie mir kurz ein Zeichen, ob ich das reinbringen soll. Also vor allem ist ja auch die Frage, gibt es Daten, dass eine erneute Impfung das Risiko an Long- oder Post-Covid zu erkranken reduziert? Also wenn man jetzt sich nochmal impfen lässt, aber auch die Frage, wenn ich schon geimpft bin und oder Infektionen hatte, wie groß ist dann das Risiko, auch jetzt bei einer erneuten Infektion nochmal an Post-Covid zu erkranken? Ja,
Also da muss man schon fast auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Sie haben es schon angedeutet, da kann man eine eigene Veranstaltung zu machen. Post- und Long-Covid krankt an, also dieses ganze Thema krankt an einigen grundlegenden Faktoren. Das eine ist Datengrundlagen, die schwierig sind, weil einheitliche Definitionen dieses Krankheitsbildes teilweise fehlen. Also es ist so, dass wir natürlich dieses Phänomen haben und dass es einige Studien gibt, die zeigen, dass es natürlich bei immunnaiven Personen das Risiko höher war als bei geimpften Personen, dass das aber nicht gleich null ist. Und die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht mitteilen, aber eine Impfung oder eine, sag ich mal, eine vorbestehende Immunität schützt zu einem gewissen Teil vor dem Ausbilden dieser Folgeerkrankungen. Was ich neben Long- und Post-Covid, was sicherlich ein großes medizinisches Problem ist, aber unbedingt mal erwähnen möchte, was, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion total untergeht, ist die Tatsache, dass ganz andere Erkrankungen, die viel besser greifbar sind, wie zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle, nach Virusinfektionen wie der Grippe, da wissen wir das schon lange, nach auch anderen Pneumonien, also Lungenentzündungen durch Bakterien und eben auch nach Covid, bis zu 12 Monate später gehäuft auftreten. Und dass eben vorbestehender Impfschutz oder eine medikamentöse Behandlung, und da kann vielleicht auch Professor Kluge noch was zu sagen, eine antivirale Behandlung, dieses Risiko eben auch senken kann. Das heißt, wir haben sekundäre Krankheitsfolgen, wie zum Beispiel Post- und Long-Covid, aber insbesondere auch kardiovaskuläre Folgen, die gehäuft auftreten und wie man durch Impfungen effektiv reduzieren kann. Da gibt es zur Influenza sehr, sehr beeindruckende Daten. Wenn Sie Patienten zum Beispiel nach einem Herzinfarkt gegen die Grippe impfen, dann sterben im folgenden Jahr wesentlich weniger Patienten an den Folgen dieses Herzinfarktes als diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Also wir kennen diesen Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und anderen Folgeerkrankungen wie kardiovaskulären Erkrankungen sehr gut. Und da ist Covid nicht anders als andere Viren und andere Atemwegserreger, die das auch auslesen können. Und von dem, was wir bisher über Long- und Post-Covid kennen, das ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild, aber von dem, was wir bisher wissen, da sind Immunantworten involviert, da ist vielleicht auch Antigenpersistenz an einigen Stellen involviert, da sind mitochondriale Fehlsteuerungen involviert. Und sehr viel davon könnte man sich schon dadurch erklären, wenn Sie eine vorbestehende Immunität durch eine Impfung haben, wird insgesamt weniger Virus gebildet, dann fällt die Immunantwort auch anders aus, als wenn Sie vollkommen ungeschützt Kontakt mit diesem Virus haben. Und dann ist es wissenschaftlich für mich vollkommen plausibel, dass auch das Risiko an solchen Folgeerkrankungen zu leiden reduziert wird. Aber die genauen Zahlen sind wirklich sehr, sehr schwierig zu erheben. Das wissen Sie schon allein, die Inzidenz von diesem Krankheitsbild. Da kann man sich sehr, sehr schwer darauf einigen, weil die Definitionen schwierig sind, weil sogenannte Kontrollgruppen fehlen. Das ist ein Problem, aber es exakt zu beziffern ist schwierig. Ich glaube, wenn man sich darüber Sorgen macht, es gibt auch andere Methoden, sich vor Infektionen zu schützen, und die Impfung ist sicherlich auch eine gute Maßnahme. Genau, noch weitere Methoden, dazu komme ich gleich, aber erstmal Sie, Herr Kluge. Ja, das würde ich unterstreichen. Ich glaube, die Impfung ist wirklich ein elementarer Bestandteil, sich vor einem schweren Verlauf zu schützen und auch vor Long-Covid, das ist das eine. Und wir sollten natürlich schon versuchen, uns nicht zu infizieren. Also das ist ganz klar. Und das heißt, wir haben es ja schon gesagt, wer Krankheitssymptome hat, sollte zu Hause bleiben. Und natürlich auch, wenn ich dann irgendwo hin muss, Bus, Bahn, und habe Erkältungssymptome, dann muss ich mich natürlich schützen. Und dann ist das Tragen einer Maske natürlich absolut sinnvoll. Leif Sander hat es gesagt, Long-Covid ist schwierig zu definieren. Es sind mehr als 200 Symptome beschrieben. Das gibt es definitiv. Es gibt es auch bei anderen Viruserkrankungen und führt teilweise zu schwersten Symptomen, ganz klar. Es gibt aber allerdings auch Overlap mit anderen Erkrankungen. Und manchmal steckt auch eine ganz andere Erkrankung dahinter, die sich dann erst entwickelt hat. Aber das gibt es. Und das wollen wir nicht. Das führt auch natürlich auch zu vielen Problemen für unsere Gesellschaft. Und deswegen ist es nach wie vor sinnvoll, Covid-Infektionen zu vermeiden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Genau, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie empfehlen das Tragen von Masken. Diese Frage kam nämlich auch, ob halt das Maskentragen auf jeden Fall wieder zu empfehlen ist, jetzt im Winter, Herbst. Wahrscheinlich nicht nur, um andere zu schützen, also um sich zu schützen, auch um andere zu schützen. Gut, das müssen Sie jetzt auch nicht nochmal bestätigen. Hier kam noch eine Frage, Frau Ziesek, die ein bisschen außerhalb ist. Weiß man, was gerade in China mit Corona passiert? Ehrlich gesagt, nein. Also so genaue Einblicke in das Land habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob einer der Kollegen das hat. Das ist natürlich immer am einfachsten, wenn man direkte Kontakte in das Land hat, aber
Das ist ja der Austausch mit China ist einfach schwierig geworden in den letzten Jahren, sage ich mal so generell auch wissenschaftlich. Und ich habe da keine genauen Informationen. Ja, eine weitere Frage, die an Sie gerichtet ist, nochmal zu der Surveillance. Es wird kaum getestet, es wird wenig sequenziert, das Abwassermonitoring funktioniert, ist auch noch nicht so ganz etabliert. Wie sehr ärgert Sie das? Und ist dieser Datenmangel aus Public Health Sicht überhaupt ein Problem oder ist es überhaupt noch ein Problem? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für den Einzelnen hat das kaum eine Auswirkung. Also für Herrn Müller in, weiß nicht, Frankfurt oder so. Mich selber natürlich ärgert es schon ein bisschen, weil ich natürlich gerne einen Überblick haben möchte. Und ich bin aber auch Virologe, ne? Und da auch immer mit den Isolaten, die gerne neue isoliere und schaue, wie die sich verhalten im Labor, in Zellkultur. Ich möchte abschätzen können, was da für Probleme auf uns zukommen. Und da sind einem so ein bisschen die Hände gebunden, weil wir eben kaum noch testen und weil wir eben auch kaum noch sequenzieren aus finanziellen Gründen. Ob das ein Problem ist, weiß ich nicht, weil die anderen Länder, haben wir ja vorhin gesagt, die machen das ja für uns im Moment und es wird da auch nicht anders sein als hier. Und es ist halt, denke ich mal, was man sich da auch leisten will als Gesellschaft und wie viel Geld man in das Testen stecken will. Ich glaube, es macht für das Individuum keinen großen Unterschied. Dann kommen die Daten aus dem Ausland, aber mich persönlich, ich finde es schade für mich jetzt als Virologin, da nicht mehr machen zu können und mehr Möglichkeiten zu haben, ja. Ja, Herr Kluge, auch noch eine Nachfrage an Sie zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Aber ist es doch wirklich unrealistisch, sich nicht zu infizieren ohne Maßnahmen, Masken und so weiter, oder? Also selbst wenn man darauf achtet, wird es doch sehr, also ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr stark, dass man sich in der kommenden Saison infizieren wird, oder? Fragt dieser Journalist oder die Journalistin. Ja, natürlich ist das Risiko, wenn wir alle Masken tragen würden, in jeder Situation, wo wir Kontakt haben mit anderen, reduzieren wir das Risiko für Infektionserkrankungen. Das haben wir ja auch gesehen. Das gilt natürlich auch für Grippe, für RSV und viele weitere Infektionen. Aber die Frage, das ist eine gesellschaftliche Frage, ja. In den sozialen Medien, wenn man da was dazu sagt, zu diesem Thema Masken, wird man entweder von der einen oder von der anderen Seite sehr stark angefeindet. Wenn man im Krankenhaus wirklich während der ganzen Schicht mit FFP2-Maske arbeitet, hat das auch, ich sag mal, das ist eine Belastung für die Mitarbeitenden. Da schreien jetzt alle wieder, aber denken Sie denn gar nicht an die Patienten? Wir müssen auch an die Mitarbeiter denken. Wir müssen an soziale Kommunikation denken mit älteren Patienten, mit Kindern und so weiter. Also die Maske hat ja nicht nur Vorteile und es muss halt irgendwie gerechtfertigt sein. Insofern glaube ich, muss man das entscheiden, je nach aktuellem Infektionsgeschehen und nach der Situation auch in den Krankenhäusern und Praxen. Und wenn man dann sagt, in gewissen Bereichen, gerade im medizinischen Bereich, machen wir eine Maskenpflicht für dann Mitarbeiter und Patienten, dann ist das sicherlich auch angemessen. Aber es ist eine gesellschaftliche, politische Entscheidung, ja, weil das nicht ganz so trivial ist, das haben wir ja gesehen. Und es muss auch umgesetzt werden. Wie viele Menschen haben wir gesehen, die Maske falsch getragen haben, die falsche Maske getragen haben und so weiter. Also es nützt ja nichts, sich da irgendwas aufzusetzen. Also das ist schon eine Intervention, die man sehr kontrovers diskutieren kann. Das schützt definitiv, aber ich glaube, wir sollten das situationsangepasst machen im Herbst und Winter. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, für sowas wie eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr oder in Krankenhäusern, da ist das Infektionsgeschehen, ich sage das mal so ganz klar, nicht ausgeprägt genug. Ja, ich würde da gerne noch was ergänzen. Also ich werde das oft gefragt, das ist eine der häufigsten Fragen im Moment. Und ich denke, zum einen lohnt es sich für ja die Menschen selbst, wenn sie Vorerkrankungen haben oder auf einer Warteliste zur Transplant stehen, dann würde ich auf jeden Fall eine Maske tragen, weil wenn da ein Angebot kommt, möchte ich ja nicht gerade Corona haben. Und das kann man halt durch eine FFP2-Maske als Individuum sich sehr gut schützen. Das machen ja die Pflegenden im Krankenhaus genauso und werden ja auch nicht von jedem Patienten infiziert. Und zum anderen lohnt es sich aber auch für alle von uns, wenn man zum Beispiel eine Reise plant oder Hochzeitsfeier oder irgendwelche wichtigen Events hat, dass man vielleicht einfach davor, um nicht krank zu sein und das zu riskieren, ein bisschen drauf achtet und ja, wenn es sehr eng wird oder sehr viele Menschen zusammenkommen,
gerade in der Zeit, wo die Infektionen hochgehen, dann selber eine Maske trägt, um sich zu schützen. Das gilt immer noch und das ist sicherlich sinnvoll. Ich glaube nur, dass das viele nicht mehr wollen und machen wollen. Und das müssen die dann halt die Konsequenzen, sage ich mal, auch mit leben. Aber es ist nicht falsch. Also wenn jemand sagt, ich habe nächste Woche eine wichtige Reise und habe da, sage ich mal, viel Geld investiert und viel Zeit und möchte das da auf jeden Fall nicht krank sein, sich davor mit einer Maske zu schützen, ist sicherlich nicht verkehrt in der U-Bahn, ja. Ja. Herr Sander, nochmal mit Blick in die Zukunft oder auf den Blick auf die Impfstoffe vor allem. Es wird ja weiterhin nach wie vor ganz viel an Impfstoffen geforscht. Jetzt wird bisher saisonal der Impfstoff angepasst. Wird es da, also gibt es einen Ausblick darauf, ob es irgendwann mal einen generellen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geben wird? Also das stimmt. Wir sind jetzt in so ein bisschen in so einen Modus gekommen wie bei der saisonalen Influenza, der Grippeimpfung, dass wir jetzt immer eine Empfehlung bekamen von den Behörden, dann den Impfstoff anzupassen und den dann im Herbst sozusagen neuen Varianten angepassten Impfstoff zu haben. Das kann auch sein, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht. Es wird parallel an quasi Pan-Coronavirus oder zumindest Pan-Sabeco-Viren oder SARS-CoV-2-Virus-Impfstoffen geforscht. Es gibt auch Bestrebungen, da Impfstoffe zu machen, die, sage ich mal, noch eine stärkere T-Zell-Immunität auslösen sollen. Ein paar Ergebnisse sind nicht schlecht, aber das haben wir bei der Grippe auch schon ganz, ganz lange probiert. Da sind wir jetzt auch mittlerweile auf einem guten Weg, aber es hat sehr, sehr lang gedauert, bis man da gute Ergebnisse erzielt hat. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren das haben, aber es sind generelle Bestrebungen, dass wir Impfstoffe gegen diese variablen Viren entwickeln, die quasi an Stellen angreifen, die die Viren nicht gut verändern können und die uns schützen. Aber, und das möchte ich vielleicht abschließend nochmal sagen, wir haben jetzt im Grunde schon Impfstoffe, die die allermeisten von uns eben schon sehr, sehr gut schützen. Wir haben quasi so eine sehr starke Immunitätsband schon aufgebaut und unsere T-Zell-Immunität zum Beispiel, aber auch das Immungedächtnis bei den Antikörpern ist sehr stark und deswegen ist auch die Fallsterblichkeit, also die Gefährlichkeit dieses Virus für jeden Einzelnen deutlich reduziert worden im Vergleich zu der Zeit, bevor wir geimpft waren. Insofern, es geht jetzt um Optimierung, es geht um optimalen Schutz, gerade von Risikogruppen und noch eine weitere Senkung, denn natürlich jeder Todesfall, jede schwere Erkrankung ist eine zu viel. Und wenn man mit einer relativ einfachen Intervention wie einer Impfung das senken kann, glaube ich, sollte man das machen. Aber wir haben schon einen sehr guten Impfstoff, der, und das hat man gesehen, uns auch gegen all diese Varianten sehr gut geschützt hat vor den schweren Verläufen. Das Virus verändert sich sehr rapide. Frau Ziesig gesagt, trotzdem ist es so, und das kann ich bestätigen, was Herr Kluge gesagt hat, bei uns auf der Intensivstation sind es sporadische Fälle von Patienten, die nochmal so schwer erkranken, häufig Patienten mit Immunschwäche. Und von daher haben die Impfungen schon sehr guten, auch breiten Schutz geliefert. Genau, Sie haben gerade die T-Zell-Immunität angesprochen, die ja auch uns schützt davor, langfristig nicht schwer an Corona zu erkranken. Wissen Sie schon, wie lange diese T-Zell-Immunität vorherrscht und ab wann vielleicht auch nicht gefährdete Menschen dann vielleicht sich irgendwann doch mal boostern lassen müssten? Ja, da haben wir aus eigenen Studien, die haben wir im Verlauf gemessen. Die T-Zellen, das ist immer ein bisschen aufwendiger, die zu messen als Antikörper. Da brauchen sie wirklich lebende Zellen für und die müssen auch noch reagieren wieder auf Stimulationen und so weiter. Das ist also technisch ein bisschen aufwendiger. Deswegen gibt es auch nicht so viele standardisierte Tests dafür, um seine eigenen T-Zellen zu messen. Da gibt es zwar kommerzielle Tests, die haben aber nicht so eine starke Aussagekraft. Aber insgesamt sieht man, dass die Antworten sehr robust sind. Es gibt Bevölkerungsgruppen oder Patientengruppen, bei denen die Antworten etwas schwächer sind. Zum Beispiel bei den etwas Älteren ist die Antwort einfach ein bisschen schwächer als bei jüngeren Menschen. Und wiederholte Impfungen können die auch immer noch mal auf ein höheres Niveau bringen. Aber insgesamt ist das eine sehr stabile Antwort. Und da gibt es eben ein Gedächtnis. Und das ist genau das, was die T-Zellen machen sollen. Sie sollen ein Gedächtnis ausbilden und dann eben bei Bedarf sehr schnell sich wieder teilen können und sozusagen das Virus attackieren können und virusinfizierte Zellen attackieren können. Also das ist eigentlich schon auch eine gute Nachricht an alle. Wir haben eine sehr robuste T-Zell-Immunität. Wir werden es im Verlauf messen und es kann schon sein, dass man nach ein paar Jahren sagt, das ist auf ein niedrigeres Niveau zurückgegangen. Aber das ist eben der Clou an unserem Immunsystem. Es kann eigentlich, wenn es gut geprägt wird, über Jahre und Jahrzehnte dieses Immungedächtnis ausbilden.
Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt mit der Zeit auch am Ende. Ich möchte noch mal einmal eine schnelle Abschlussrunde machen. Wirklich ein, zwei, drei Sätze dazu. Frau Ziesek, Sie blicken auf dem Herz von Ihrer virologischen Perspektive. Wie blicken Sie auf den Herz? Ja, das wurde jetzt schon mehrmals auch gesagt. Ich denke, der Herbst-Winter wird im Krankenhaus sicherlich wieder anstrengend, auch für einige, die auf jeden Fall eine Infektion durchmachen werden. Und ich rechne damit, dass viele die nächsten Monate nochmal eine Corona-Infektion haben werden von uns. Ja, Herr Kluge. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass irgendwann im Herbst, Winter vermehrt Atemwegsinfektionen zirkulieren, die auch zu einer Belastung des Gesundheitswesens führen. Ich glaube nicht, dass die so hoch werden wird, auch nur annähernd so hoch wie in den wirklich Hauptpandemiejahren. Aber der Mitarbeitermangel, der Fachkräftemangel, der wird uns natürlich weiterhin zu schaffen machen. Das ist unser größtes Problem in den Krankenhäusern. Und der wird natürlich durch Infektionswellen nochmal ja, verschlechtert. Insofern ist das so meine große Sorge, die ich habe vor dem Herbst, dem Winter. Ja, Herr Sander, gerne. Wie blicken Sie auf Ja, den? ich schließe mich dem an. Wir werden vermehrte Atemwegsinfekte wieder bekommen, bekommen wir immer. Wir merken es aber immer stärker, weil auch durch die Pandemie die strukturellen Probleme sich im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen insgesamt verstärkt haben. Das betrifft übrigens auch den ambulanten Sektor. Die werden es auch sehr, sehr stark merken. Und es gibt, und das ist wirklich die gute Nachricht, es gibt extrem wirksame, sichere Impfstoffe. Die haben uns aus den, sage ich mal, den schweren Zeiten der Pandemie geführt. Und es gibt jetzt wieder ein Varianten. Adaptierte Impfstoffe von mehreren Herstellern im Übrigen. Und dieses Angebot steht. Und ich kann wirklich nur an alle appellieren, die laut Empfehlungen dafür in Frage kommen, das Angebot wirklich wahrzunehmen und am besten auch gleich mit der Grippe zu kombinieren. Auch bei anderen Viren haben wir positive Nachrichten. RS-Viren zum Beispiel gibt es jetzt zugelassene Impfstoffe. Auch das sind Viren, die viele, gerade alte Menschen, vorerkrankte Menschen ins Krankenhaus bringen, auch schwere, zu schweren Krankheitsverlaufen führen. Also damit kann man sich schützen und zu den Masken stehe ich wie meine Vorredner. Das ist ein probates Mittel, um sich selbst zu schützen. Es kann Situationen geben, mit vielen Menschen, wo die Maske wieder, glaube ich, ein gutes Mittel sein kann, um Infektionsrisiken zu reduzieren. Von daher, wir sind aus der Pandemie raus, aber die Viren sind noch da. Ja, vielen herzlichen Dank. Damit möchte ich das Pressbriefing schließen. Sie haben aber schon wieder ein Schlagwort gegeben, und zwar das RSV-Virus. Zu RSV und den Impfstoffen und allem drumherum wird es am 18. von uns auch ein Pressbriefing geben. Das können Sie sich schon mal vormerken. Die Einladung folgt aber alsbald. Und damit möchte ich nochmal schließen, nochmal darauf hinweisen. Das Video finden Sie in ein paar Stunden bei uns auf der Webseite und ein maschinell erstelltes Transkript können Sie unter redaktion@sciencemediacenter.de sofort anfordern. Ansonsten erstellen wir das heute im Laufe des Tages aber auch noch. Ich bedanke mich bei den KollegInnen für ihre Fragen. Ich bedanke mich bei den drei ExpertInnen, die hier da waren, dass sie sich die Zeit genommen haben und die Fragen der JournalistInnen beantwortet haben. Ich wünsche allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.